Dann kommen wir jetzt zu Top 9 der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sechstes Gesetz zur Änderung des hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches wird aufgerufen mit Top 10 der zweiten Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs Fraktion Die Linke, Hessisches Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung von Fachkräften für Tageseinrichtungen für Kinder. Mit Top 71 dem Antrag Fraktion der Freien Demokraten Betretungsverbot aufheben, Kindertagesstätten bei der vollständigen Öffnung unterstützen. Mit Top 100 dem Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD Erzieherinnen und Erzieher stärken, jetzt in Ausbildung investieren. Als erste Wortmeldung hat sich Herr Richter von der AfD zu Wort. Die Beschlussempfehlung, vielen Dank. Dem Berichterstatter gebe ich das Wort. Frau Ravensburg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20-2884 und damit in der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Diese Beschlussempfehlung bezieht sich auf den Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und Bündnis 90 Die Grünen zum sechsten Gesetz zur Änderung des HKJGB. Und die zweite Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE lautet, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt darf ich als Ersten Herrn Richter von der AfD ans Rednerpult bitten. Vielen Dank. Es wird noch professionell gereinigt, wie immer. Vielen, vielen Dank. Und Herr Richter, jetzt haben Sie das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn die hessische Regierung davon spricht, langfristig Gelder zur Verfügung zu stellen, also auch über den Zeitraum des Gute-Kita-Gesetzes hinaus, vielen Dank, dann wird hier das starke Heimat Hessen-Gesetz bemüht und den Kommunen lediglich zurückgegeben, was ihnen eigentlich von Haus aus zusteht. Sie lassen sich somit für die Umsetzung wie der Anhebung der Ausfallzeiten wegen Erkrankung, Fortbildung und Urlaub von 15% auf 22% ebenso feiern wie für die Leitungsfreistellung in Höhe von 20%. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich hierbei nicht um eine Qualitätsverbesserung handelt, sondern vielmehr um die Realisierung der bisher eigentlich geltenden Standards. Wie unsere Kollegin in der letzten Rede bereits angemerkt hat, bestehen derzeit vielerorts Notfallpläne, wonach bei Personalmangel Leistungen eingeschränkt oder Gruppen auch ganz geschlossen werden können. Die Belastungsgrenze vieler Kitas ist nicht nur erreicht, sondern bereits überschritten. Es ist schon sehr perfide. Es ist schon sehr perfide, dass Sie erst jetzt mit der Förderung durch Mittel vom Bund auf die Idee kommen, an den bisherigen Missständen etwas zu ändern. Frau Ravensburgs Aussage, was uns am Herzen liegt, lässt erahnen, wie ernst es Ihnen mit der Familien- und vor allem der Kinderfreundlichkeit in Hessen ist. Dass Sie für die Umsetzung der längst überfälligen Veränderungen das starke Heimat-Hessen-Gesetz zur Finanzierung benutzen, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Schön, wenn dafür Landesmittel freigeschaufelt worden wären und nicht das Geld der Kommunen oder bis 2022 auch das Geld vom Bund. Wer möchte schon widersprechen, Frau Ravensburg, wenn es z.B. auch um die Erhöhung der Gelder für die Tagespflege geht? Da widerspricht Ihnen niemand. Nur das Prinzip der Konnexität, das hat sich bei Ihnen und Ihren Kollegen scheinbar noch nicht ausreichend herumgesprochen. Wir freuen uns auch alle wie dummelig über die große Fachkraftoffensive. Eine tolle Sache, ganz ehrlich, Wertschätzung über eine Imagekampagne zu gestalten. Liebe Kollegen der Regierungskoalition, wir als AfD sind fest davon überzeugt, dass Sie diese Imagekampagne ganz hervorragend hinbekommen werden. Denn wenn Sie etwas in Perfektion beherrschen, dann ist es, das Image von sich selbst aufzupolieren. Dies gelingt Ihnen mit Sicherheit dann auch bei den Erziehern. Aber halt, die Finanzierung ist weiterhin nicht sichergestellt.
sodass eine Angleichung an die Gehälter von Grundschullehrern z. B. unseres Wissens nicht in Ihrem Gesetzentwurf enthalten ist. Natürlich, wer hängt schon am Geld allein, mag man da sagen, wenn soziales Engagement doch das Herz erfreut. Nur kann davon niemand leben und auch keine Mieten bezahlt werden. Und die Kommunen, denen fehlt das Geld, und die können sich dieses Geld leider Gottes auch nicht aus den Rippen schneiden. Somit würde es viel Imagewerbung geben und wenig Ergebnisse, denn junge Menschen werden genau hinschauen, welche Belastungen ein Beruf mit sich bringt, welche Arbeitszeiten damit in Verbindung stehen und vor allem, ob sie damit sich und ihre Familie adäquat unterhalten können. Daraus ergibt sich auch die sehr hohe Quote an Erziehern, die nach einem sehr überschaubaren Zeitraum schlicht diesen Beruf nicht mehr ausüben möchten. Bei aller Wertschätzung und mit Sicherheit auch sehr erfüllenden Arbeit gibt es am Arbeitsmarkt nun mal eine nicht ganz unerhebliche Konkurrenz mit weitaus besseren Bezahlungen, geringeren Belastungen und besser planbaren Arbeitszeiten. Wenn Sie also den Fachkraft-Kind-Schlüssel erhöhen, muss sich mehr verändern, da Sie vieles auf dem Papier umsetzen können, aber die Menschen dem natürlich auch folgen müssen, da ansonsten die Arbeitskräfte schlicht nicht zur Verfügung stehen. Die Problematik, geeignetes Personal zu bekommen und zu halten, wurde ja ausreichend diskutiert. Dass damit die Qualität der Kinderbetreuung steht oder fällt, meine Damen und Herren, ist uns allen völlig klar. Und so kann diese Regierung eben nicht davon sprechen, verlässlicher Partner der Kommunen zu sein. Wäre dem so, wir würden nicht während dieser Woche den Gesetzesantrag der SPD behandeln, in dem die Gelder der Landesregierung als Tropfen auf den heißen Stein bezeichnet werden. Da kann etwas nicht passen, meine Damen und Herren. Da gibt es eine große Diskrepanz zwischen Anspruch der Regierung und Wirklichkeit bei den Kommunen. Und da erlaube ich mir als Beigeordneter eines Gemeindevorstandes schon ganz klar auszusagen, dass hier der Anspruch der Regierung nicht einmal im Ansatz erfüllt wird und die Wirklichkeit in den Kommunen zu drastischen Steuererhöhungen geführt hat und leider auch führen wird. Von einer deutlichen Entlastung der kommunalen Haushalte, wie von Frau Anders ausgesagt, kann somit auch bei Umsetzung dieses Gesetzentwurfs nicht die Rede sein. Ich verweise nochmals auf das starke Heimat-Hessen-Gesetz. Sie verteilen das Geld der Kommunen und lassen sich dafür feiern, wenn Sie es an diese zurückgeben und den Kommunen dafür noch vorschreiben, wie diese ihrer Meinung nach zu handeln und das Geld einzusetzen haben. So kann eine gute und kollegiale Zusammenarbeit mit den Kommunen nicht funktionieren, meine Damen und Herren. Da werden maximal die Bürgermeister der CDU mal eben jubilieren, aber nicht vor Freude, sondern allein deswegen, weil sie es wohl aus Gründen des Fraktionszwanges bei Ihnen so müssen. Dass die Förderung von behinderten und nicht behinderten Kindern eine ganz besondere Anforderung an die Erzieher stellt und viele Kitas vor eine große Aufgabe, ist Ihnen scheinbar in dieser Form nicht bewusst. Wenn Erzieher nicht die notwendige Ausbildung und auch nicht die mögliche Zeit haben, um auf behinderte Kinder ganz besonders einzugehen, denn das müssen diese nun mal, dann führt das zu einer sehr hohen Frustrationsquote bei den Erziehern selbst. Und mit dieser Problematik werden sehr viele Erzieher allein gelassen. Auch wenn Sie es vielleicht nicht wahrhaben möchten, meine Damen und Herren, aber an diesem Punkt gibt es mehr als nur Diskussionsbedarf. Hier müssen wir komplett neu denken, wie Ihre Wünsche fachgerecht umgesetzt werden können und ob sie überhaupt fachgerecht umgesetzt werden können. Denn am Ende des Tages müssen wir im Sinne der Kinder und der Eltern handeln und nicht im Sinne einer Ideologie, die in der Praxis aber kaum durchführbar ist und auch politisch so gut wie keine Unterstützung findet, außer mit wohlfeilen Worten. Und darin sind Sie von der Regierungskoalition nun wahrhaftig nicht zu schlagen. Übrigens wurde uns als AfD aufgrund unserer Haushaltsanträge vorgeworfen, dass wir auf Kosten von Schutzbedürftigen Politik machen würden. Dies weise ich hier an dieser Stelle, Frau Anders, in aller Form zurück. Vielmehr ist es so, dass Sie mit Ihren Ideologien so tun, als würde es Probleme nicht geben, die aber vor Ort von Erziehern entsprechend geschildert werden und wo man eben über diese Wege, die richtig sind, diskutieren muss, anstatt anderen vorzuwerfen, wenn Sie mit einem nicht ins gleiche Horn blasen. Sie würden auf Kosten der Schwächsten Politik betreiben. Die Wirklichkeit ist auch hier die, dass Sie Ihre Ideologien auf dem Rücken der Schwächsten ausleben und die Ergebnisse in den Kitas und auch den Schulen oftmals erschreckend sind, weil sie ihren eigenen Ansprüchen in der Praxis nicht gerecht werden und diese oftmals nur in der Theorie funktionieren. Zurück zur Finanzierung dieses Gesetzentwurfs, denn ich erinnere mich noch gut an die Aussage der Regierungskoalition, als es um die Mittel des Gute-Kita-Gesetzes ging und darum, dass diese Gelder nicht einfach nur komplett
ausgegeben werden, sondern die Landesregierung noch einen Schnaps obendrauf legt. Nun, ein doppelter Schnaps wurde dies nicht, meine Damen und Herren. Nicht mal eine verzagte Runde. Die Gläser bleiben trocken. Sie kommen ihren eigenen Versprechungen nicht nach. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es die Aussage, für jeden Euro vom Bund gibt es einen Euro vom Land dazu. Davon sehen wir nichts. Dieser Gesetzentwurf ist durchaus ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und kein Rückschritt oder ein völliger Fehltritt, aber eben in dieser Form nicht ausreichend. Und worüber weiter nachzudenken ist, ob nicht Gelder, die direkt an die Kommunen fließen, dort auch zu entsprechend eigenständiger Handlungsweise führen sollten. Vielleicht sind die Anforderungen so individuell, dass entsprechende Mittel, die zur Verfügung stehen, für wichtige Maßnahmen ausgegeben werden, die vor Ort besser eingeschätzt werden können. Nur noch zum Antrag der FDP, in dem unter Punkt 1 dargestellt wird, was Herr Rock bereits in seiner Rede im Februar 2020 völlig korrekt als einen sehr wichtigen Punkt angeführt hat, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die darauf folgenden Punkte begründen dies, und unter Punkt 6 steht sehr schön beschrieben, dass in der Tat die Corona-Krise massive Versäumnisse der letzten Jahre aufdeckt. Wir meinen längst nicht allein im Bereich der Kitas und dem andauernden Fachkräftemangel, sondern insgesamt in vielen politischen Feldern und der Forderung, möglichst schnell eine umfassende Strategie zur Behebung des Fachkräftemangels durch die Hessische Landesregierung zu erarbeiten, schließen wir uns ausdrücklich an. Vielen Dank. Als Nächste hat sich Frau Ravensburg von der CDU zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Richter, Ihre Äußerungen die waren so unsäglich, über Ideologie zu sprechen bei einem Gesetz, das das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist. Hier geht es um Kinderbetreuung. Sie haben es nicht verstanden. Sie vermischen die Finanzierung. Und von daher würde ich meine wertvolle Redezeit jetzt nicht dafür verwenden, Ihre Argumente im Einzelnen aufzulösen. Aber das wäre jetzt kein Problem. Meine Damen und Herren, mit unserem Gesetzentwurf wollen wir mehr Qualität für die Arbeit in den Kitas und in der Kindertagespflege erreichen. Damit ist Qualität auch der Schwerpunkt für die Umsetzung der Gute-Kita-Mittel, die aus Berlin kommen. Bekanntlich konnten nämlich die Bundesländer entscheiden, wofür sie ihre Schwerpunkte bei der Mittelverwendung setzen. Wir haben uns ausschließlich für Maßnahmen zur Qualitätssteigerung entschieden. Und genau das macht unseren hessischen Weg so besonders. Und dass dies genau die richtige Entscheidung war, und vielleicht hätten Sie einmal in der Anhörung zuhören sollen, das spiegelte sich nämlich auch bei den Anzuhörenden wider. Fast unisono wurde dies von den Anzuhörenden positiv hervorgehoben, ob die kommunalen Spitzenverbände, die freien Träger, Elternvertreter oder die Gewerkschaften. Beispielhaft möchte ich aus der schriftlichen Anhörung der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen zitieren. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V. ist erfreut darüber, wie in Hessen der Vertrag zum Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz aufgenommen wurde. Und weiter sagt sie, es ist richtungsweisend, dass mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz tatsächlich auf Qualitätsverbesserung abgezielt wird und durch zusätzliche Mittel aus dem Programm Starke Heimat Hessen weitere qualitätsverbessernde Akzente ermöglicht werden. Unser Gesetz verbessert zudem die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas, die eine so wichtige, verantwortungsvolle, aber auch herausfordernde Arbeit für unseren wichtigsten Schatz, unsere Kinder, machen. Die Fachkräfte erhalten mehr Spielraum und Flexibilität für ihre eigentliche Aufgabe, für die Bildung und Erziehung der Kinder durch die Einführung der Leitungsfreistellung und der Erhöhung der Ausfallzeiten. Gleichzeitig unterstützen wir die Kommunen durch Anhebung der Grundpauschalen aus den starken Heimatmitteln um 27%.
Und wir erkennen die besonderen Aufgaben der Schwerpunktkitas in Sprachförderung und Betreuung durch Erhöhung der Pauschalen an. Und eins ist uns besonders wichtig. Jedes Kind mehr in der Kita bringt sein Recht auf Betreuungszeit quasi im Huckepack mit und damit nicht nur die finanzielle Förderung durch Pauschalen, sondern auch seinen Anspruch auf Betreuung. Und das gilt im Besonderen für die Kinder mit Behinderung oder diejenigen, die von Behinderung bedroht sind. In unserem Änderungsantrag haben wir die Kinder mit und ohne Behinderung gleichgestellt. Durch eine Änderung der Berechnungsgrundlage bei der Grundpauschale ist sichergestellt, dass dem Träger bei der kindbezogenen Förderung kein Nachteil dadurch entsteht, dass er Kinder mit der Behinderung aufnimmt. Denn die Reduzierung der Gruppengröße würde ohne dies einen finanziellen Nachteil mit sich bringen. Aber auch ohne ausreichend Fachkräfte, das ist gesagt worden, ist die Qualitätssteigerung in den Kitas nicht zu erreichen. Die Personalgewinnung ist uns deshalb ein ganz besonderes Anliegen. Hier setzen wir alle unsere Kraft ein, und zwar nicht mit einer Maßnahme, Herr Rock, sondern mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen. So haben wir in den letzten Jahren eine enorme Kraftanstrengung gemeinsam mit den Erzieherfachschulen geleistet und mit über 8.400 Plätzen eine Verdoppelung der Ausbildungskapazitäten erreicht. Und da will ich auch noch erwähnen, das ist ein Bundesgesetz, aber sehr förderlich, denn die Fachschulen berichten über ein positives Ergebnis bei den Bewerbungen, dass das BAföG jetzt auch für die Absolventen der Fachschulen zählt. Ja, und Herr Rock, wir halten auch die Verstärkung der praxisintegrierten, dualisierten Ausbildung für einen richtigen Weg. Da stimmen wir auch mit der SPD und ihrem Antrag überein. Genau deshalb haben wir auch hier die Ausbildungskapazitäten jetzt verdreifacht auf 600 Plätze. Und genau deshalb fördern wir die auch von der Bundesfamilienministerin Giffey angekündigt, aber dann leider wieder zurückgezogenen 200 Plätze selbst. Deshalb machen wir eben eine erneute Fachkraftoffensive und werden für den Erzieherberuf werben. Und genau deshalb wollen wir einem weiteren Anliegen vieler Anzuhörenden Rechnung tragen. Wir werden nämlich den Fachkraftkatalog moderat erweitern. Neben der Anerkennung der Heilerziehungspflegerinnen und Pfleger als Fachkraft hat nämlich die Anhörung deutlich gezeigt, die Zeit ist jetzt reif. Nicht nur die kommunalen Spitzenverbände, sondern auch viele Träger wie die Liga haben die Öffnung des Fachkräftekatalogs gefordert. Aber auch die evangelische Kirche hält die Anpassung des § 25b des HKJGB an den steigenden Personalbedarf für unvermeidbar. Die evangelischen Kirchen erkennen nämlich deshalb das Erfordernis an, eine Änderung dieses Fachkräftekataloges vorzunehmen. Und das halten wir, wie viele unserer Nachbarbundesländer es bereits umgesetzt haben. Multiprofessionelle Teams, wie sie längst auch in der Schule Einzug gehalten haben, werden das Kita-Leben, das mehr und mehr zu einem Ganztagsleben für die Kinder wird, durch viele neue Elemente bereichern. Und das ist auch das Ziel des Landesjugendhilfeausschusses, der sich jetzt mit einem Extraausschuss über die Erweiterung des Fachkraftkataloges weiterhin befasst. Und wir nehmen nur eine moderate Änderung vorweg. Das, aber was Sie da gerade kritisieren, Herr Rock, das hat mich dann doch sehr gewundert, dass Sie nämlich meinen, wir würden die Tür für die Entwertung der Kitas öffnen. Ausgerechnet Sie, wo wir gemeinsam beim TIFÖG die Erweiterung des Fachkraftkataloges bei vielen Podiumsdiskussionen, die Kolleginnen und Kollegen von damals können sich noch gut daran erinnern, doch nicht nur begründet, sondern auch verteidigt haben. Jetzt fürchten Sie den Untergang des Abendlandes, wenn Personen mit Bildungserfahrung als Kräfte zur Mitarbeit auf den Fachkraftschlüssel angerechnet werden, etwa die Gymnastiklehrerin, die sich um die Verbesserung der Motorik kümmern will, oder die Musikpädagogin, die die Kinder an Musik und Tanz heranführt. Denn musikalische Früherziehung wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Kinder aus. Oder auch die Logopädin, die sich um den Spracherwerb der Kinder kümmert.
Das frage ich mich, was da dagegen spricht. Die Fachkräfte zur Mitarbeit sollen eben diese multiprofessionellen Teams ergänzen und das Profil unserer Kitas stärken. Sie sollen über Kenntnisse der Bildungs- und Erziehungsarbeit verfügen. Sie sollen sich in 160 Stunden weiterbilden. Und sie bleiben weiterhin die Ausnahme in den Teams, denn ihre Anzahl darf 15% des Personals nicht überschreiben. Es bleibt weiterhin eine Einzelentscheidung, die gemeinsam mit dem Jugendamt abzustimmen ist. Sie sehen, wir gehen sehr verantwortungsvoll mit der Ergänzung des Fachkreiskatalogs um. Wir orientieren uns übrigens hierbei an einem Vorschlag des Städtetages. Und mit unserem Gesetz werden wir deshalb nicht weniger, sondern mehr Fachkräfte in der Kita haben. Mit dem Gute-Kita-Gesetz werden mehr als 1.600 Vollzeitkräfte als äquivalent gerechnet in unseren Kitas tätig sein. Eine zukunftsgerichtete Kinderpolitik verlangt von uns allen Anstrengungen. Der stellen sich Schwarz und Grün im Hessischen Landtag. Und deshalb bitte geben Sie unserem Gesetz Ihre Zustimmung, denn das ist unsere verantwortungsvolle und umsetzbare Antwort für mehr Qualität in den hessischen Kitas. Und wir bitten um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich Frau Anders von Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Anhörung zu dem Gesetz hat gezeigt, dass wir durch die Änderungen, die wir jetzt im HKJGB vornehmen werden, die richtigen Prioritäten setzen. Die Anzuhörenden waren sich einig, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen, nämlich mehr Personal und mehr Qualität in hessischen Kitas. Wir statten durch die Erhöhung der Pauschalen die Träger deutlich besser aus. Wir begegnen mit einer Fachkräfteoffensive dem Fachkräftemangel, und vor allem investieren wir in Qualität. Damit setzen wir neue Maßstäbe in der hessischen Kinderbetreuung. Und gerne nutze ich jetzt die zweite Lesung des Gesetzes dazu, unseren Änderungsantrag auch noch einmal deutlich zu erklären, weil es scheint mir, dass das einige noch nicht verstanden haben. Besonders hier rechts von mir, die Fraktion, scheint noch nicht begriffen zu haben, wie wichtig die Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in unserem Land ist. Und vielleicht helfen ja Zahlen, weil irgendwie den Rest verstehen Sie ja anscheinend nicht. Wir haben in jeder zweiten Kitas die Realität, dass Kinder, behinderte und auch nichtbehinderte Kinder, gemeinsam betreut werden. 49% der hessischen Kitas machen das bereits. Das machen sie sehr gut bereits. Und vielleicht hilft es mal, im Bundesdurchschnitt die Zahl zu hören. Der Bundesdurchschnitt von der Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern liegt bei 18%. Und wir machen das in jeder zweiten Kita. Das ist richtig und gut. Und deswegen ist es auch richtig und gut, dass wir jedes behinderte Kind oder von Behinderung bedrohtes Kind im Ü3-Bereich mit dem Faktor 3 berechnen und im U3-Bereich mit dem Faktor 6, dass auch tatsächlich keinem Träger finanzielle Nachteile durch die Betreuung entstehen. Das ist richtig und wichtig. Und warum machen wir das? Sie haben es ja immer noch nicht verstanden. Warum machen wir das, die Kinder mit Faktor 3 und Faktor 6 berechnen? Weil durch die Aufnahme eines behinderten Kindes weniger Kinder generell zusammen in einer Gruppe betreut werden. Und damit haben Erzieherinnen und Erzieher mehr Zeit für die individuelle Förderung dieser Kinder. Und
Deswegen ist es ein guter und wichtiger Schritt, dass wir in dem Änderungsantrag deutlich machen, dass Heilerziehungspflegerinnen und Pfleger gleichgesetzt werden zu den Erzieherinnen. Alle Kitas sollen inklusiv arbeiten können. Es soll nicht an einem Kind hängen, ob diese Person nun weiter angestellt werden kann oder nicht. Diese Profession gehört in alle Kitas, damit eine gemeinsame Betreuung und eine gemeinsame Förderung von behinderten und nicht behinderten Kindern auch gut stattfinden kann. Und wo sich auch alle Anzuhörenden einig waren, und das ist anscheinend eine Realität, die viele hier im Haus auch nicht einsehen wollen, dass wir eine moderate und vernünftige Öffnung des Fachkräftekatalogs brauchen. Die hohen Standards, die wir jetzt setzen, sind nicht mehr zu halten. Wir haben steigende Geburtenjahrgänge, wir haben mehr Kinder in den Kitas, und deswegen müssen wir darauf eingehen, besonders auf die Bedürfnisse der vielen kommunalen Spitzenverbände, die hier gesprochen haben, und die freien Träger, die sich einig waren. Wir müssen an den Fachkräftekatalog ran, und das machen wir. Das machen wir für Kindertagespflegerinnen, die im Übrigen seit über 20 Jahren nicht mehr ausgebildet werden. Das heißt, diese Menschen, die jetzt noch Kindertagespflegerinnen sind, haben bereits eine Berufserfahrung von über 20 Jahren. Ich denke, da kann man es verantworten, dass diese Menschen tatsächlich auch zur Mitarbeit in den Kindergruppen herangezogen werden, genauso wie die Sozialassistentinnen, die ja in den allermeisten Fällen dann auch die Ausbildung zur Erzieherin weitermachen, aber das vielleicht jetzt auch berufsbegleitend machen können, vielleicht auch in der praxisintegrierten Ausbildung, sodass sie tatsächlich auch schon ein Gehalt währenddessen bekommen. Und dann haben wir noch eine dritte Gruppe, und das sind fachfremde Berufsgruppen auf DQR6-Niveau, wie auch Erzieherinnen ein DQR6-Niveau haben. Und da reicht es eben nicht aus, nur eine Ausbildung zu haben, sondern zusätzlich zu dem muss die Profession ins Konzept passen. Das heißt, eine Schwerpunkt-Kita-Sprache kann eine Logopädin einstellen, eine integrative Einrichtung kann eine Motopädin oder Ergotherapeutin einstellen, oder ein Waldkindergarten einen Waldpädagogen, oder eine Kita mit einem Musikschwerpunkt kann eine Musikpädagogin einstellen. Das alles nur, wenn sie auch noch zusätzliche 160 Stunden Fortbildung absolviert hat und die Zustimmung des Jugendamtes hat. Das ist eine moderate, eine vernünftige Öffnung des Fachkräftekatalogs und wird den Einrichtungen vor Ort helfen. Und selbstverständlich ist es nicht der einzige Teil, den wir tun, um noch mehr Fachkräfte zu gewinnen. Wir starten eine Fachkräfteoffensive. Wir werden die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung verdreifachen. Das ist ein sehr gutes Signal, denn noch im letzten Dezember hat Frau Giffey ja verkündet, die Förderung des Bundes auszusetzen, nicht mehr weiter zu finanzieren. Wir haben entschlossen, dass diese Form der Ausbildung richtig und wichtig ist, und deswegen verdreifachen wir sie. Das ist echte Unterstützung für die Auszubildenden und für die Einrichtungen vor Ort. Zusätzlich zudem werden wir auch die Anleiterinnen freistellen für 2 Stunden die Woche für jede Auszubildende, jeden Auszubildenden. Das ist egal, ob in der PIA-Ausbildung oder in anderen Ausbildungsbereichen. Damit ist auch eine gute Qualifikation dieser Menschen vorhanden, und vor allem ist Zeit vorhanden, weil eben auch Auszubildende eine Betreuung brauchen, und die gewährleisten wir hiermit. Und zuletzt, das fand ich sehr traurig, wie Sie über eine Werbekampagne gesprochen haben. Die letzte Werbekampagne, die es für den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher gab, hat dazu geführt, dass deutlich mehr Männer in diesen Beruf gegangen sind, die wir dringend in den Kitas brauchen, männliche Identifikationsfiguren für die vielen, vielen Jungs, die zu Hause teilweise ohne Vater aufwachsen müssen. Das ist richtig und wichtig.
Nach dieser Imagekampagne vom letzten Mal konnten wir die Ausbildungszahlen fast verdoppeln. Deswegen würde ich das hier nicht mal so eben abtun, dass das alles nichts bringt, sondern es ist ein toller Beruf. Man muss die Möglichkeiten, die Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen auch deutlich machen. Es ist auch nicht irgendein Beruf, sondern dieser Beruf hat DQR6-Niveau. In Hessen kriegt man gleichzeitig auch die Fachhochschulreife dazu und kann danach problemlos weiter studieren. Das sind tolle Möglichkeiten für junge Menschen, die sie aber kennen müssen. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir diese Kampagne fahren und dass wir für diesen tollen Beruf werben. Und ich möchte gerne zum Schluss zusammenfassen, das, was wir machen, ist ein gutes Kita-Paket. Es besteht aus vielen Bausteinen. Wir haben die Qualitätsoffensive, die deutlich mehr Personal in die Kitas bringt. Mehr Personal heißt mehr Zeit fürs Kind und mehr Zeit für individuelle Betreuung. Das machen wir, indem wir die Leitung freistellen, indem wir Ausfallzeiten besser honorieren, indem wir mehr Zeit für die Kinder und die Erzieherinnen in der Gruppenarbeit organisieren. Wir haben die Investitionsoffensive, haben wir noch gar nicht drüber geredet, das werden wir ja morgen in aller Breite machen, indem wir nämlich weiterhin Plätze ausbauen, die Kommunen dabei unterstützen, weitere Plätze zu schaffen. Und wir haben die Fachkräfteoffensive. Das ist ein Paket, mit dem Hessen auf jeden Fall zukunftsfähig ist. Damit stellen wir hessische Kitas gut auf. Und wir gewährleisten immer noch und immer besser die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das machen wir mit so viel Geld wie noch nie, über 1 Milliarde €. Das machen wir verlässlich, weil wir, auch wenn der Bund aussteigt, eben nicht aus der Finanzierung aussteigen, sondern wir sind der verlässliche Partner, der diesen Betrag dann übernehmen wird. Und das ist gut so, das ist so viel wie noch nie, das ist so zielgerichtet wie noch nie. Und ich finde, es verdient den Namen Gute-Kita-Paket, weil es ist ein echtes Paket, das den Kommunen und den freien Trägern vor Ort helfen wird. Für die Linken hat sich nun Frau Böhm als Nächste zu Wort gemeldet. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Unsere Fraktion hat sich nach dem Fachgespräch, das wir im letzten Jahr durchgeführt haben, dafür entschieden, in der anstehenden Diskussion um die qualitative Verbesserung im Kita-Bereich einen ganz spezifischen Punkt herauszugreifen. Sozusagen, erstmal sieht es aus wie ein kleines Rad, aber das mit einer großen Wirkung dreht. Und zwar geht es um die Notwendigkeit einer fachgerechten Praxisanleitung. Und offensichtlich haben wir mit diesem Vorschlag einen Nerv getroffen. Ich kann mich an wenige Gesetzentwürfe erinnern, bei denen fast alle Angehörigen einhellig ihre Unterstützung geäußert haben, wie bei diesem. Aber wir wissen, wir haben ja gerade gehört, Anhörungen werden ganz unterschiedlich bewertet, immer von dem, der hört oder vielleicht auch nicht zuhört. Aber eine gute Praxisanleitung braucht Zeit, die wir den Erzieherinnen zur Verfügung stellen. Sie ist die Voraussetzung für einen gelingenden Transfer von Erfahrungswissen für die neu in den Beruf Eintretenden oder nach langen Pausen, und da meinen wir jetzt wirklich lange Pausen, in den Beruf zurückkehrenden Fachkräfte. Und gerade auch bei dieser praxisintegrierten, vergüteten Ausbildung wird es ganz wichtig sein, dass den angehenden Fachkräften auch hier gerade gute Anleitungspersonen zur Verfügung steht und ein großes Anleitungskontingent auch da ist. Und das ist bei dem Gesetzentwurf der Landesregierung nicht vorhanden. Gerade jemand, der neu anfängt im Beruf, braucht eine gute Anleitung, braucht vielfältige Unterstützung und Begleitung. Und diese Anleitungen brauchen auch eine gute Zusatzqualifizierung, weil das lernt man nicht im Rahmen einer Erzieherausbildung. Und das ist ein Teil unseres Gesetzentwurfs. Und genau das haben die Anzuhörenden in unserem Gesetzentwurf wertgeschätzt und gewürdigt. Schade, dass das die regierungstragenden Fraktionen nicht mehr verstanden haben.
Ihr Vorstoß bezüglich einer Praxisanleitung ist mager. Und ich fordere Sie auf, im Interesse der Kinder und Erzieherinnen hier auch doch einmal bei uns abzuschreiben und im Interesse der Bekämpfung der Personalnot hier nachzubessern. Und dazu passt, und ich habe es gerade schon erwähnt, unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich habe nicht wahrgenommen, dass Ihr Gesetzentwurf von den Amtszuhörenden besonders gewürdigt oder besonders wertgeschätzt worden ist. Sie haben gesagt, gut, dass mehr Geld in die Kitas kommt. Richtig. Gut, dass mehr Qualität in die Kitas kommt. Richtig. Aber es wurde nicht wertgeschätzt, dass Sie, trotzdem Sie so viel Geld zur Verfügung haben, und wohlgemerkt, das sind die Mittel des Bundes und der Kommune und nicht das Landesgeld, und dass Sie trotzdem an den Fragen vorbeiarbeiten, die notwendig sind. Also man hat viel Geld, und trotzdem setzt man es nicht so ein, in der Qualität nicht so ein, wie es notwendig wäre. Und die Kritikpunkte waren unter anderem, ich will nur ein paar ausgreifen, dass die Mittel nicht reichen, um den Fachkräfteschlüssel erfolgreich umzusetzen. Dazu haben Sie ja dann einen Änderungsantrag, da komme ich gleich noch dazu. Die Schwerpunktpauschale funktioniert in der aktuellen Form nicht und ist diskriminierend. Inklusion kann bei dem aktuellen Stand des Gesetzes in vielen Bereichen weiterhin nicht umgesetzt werden. Und auch die mittelbare pädagogische Arbeit ist nicht abgebildet. Das ist nur eine kleine Auswahl. Und da würde ich Ihnen also wirklich raten, sich nicht so toll zu feiern, wie Sie das heute probieren. Denn viel geändert haben Sie an Ihrem Gesetzentwurf nach der Anhörung nicht. Sie haben ihn sogar auch noch verschlechtert. Ja, Sie haben einen neuen Faktor für die U3-Gruppen eingeführt, der für die Träger es finanziell reizvoller macht, Kinder mit Behinderungen aufzunehmen. Aber es gibt ja insgesamt eine Kritik an diesem System der Faktoren, wie es beispielsweise auch die Lebenshilfe geäußert hat, die mehr Fachkraftstunden gefordert hat. Und ich denke, wir wollen ja nicht, dass es spezialisierte Kitas gibt, die sich nur den Kindern mit Behinderungen öffnen. Wir wollen, dass alle Kitas, in allen Kitas Kinder mit Behinderung eine Möglichkeit haben, gut aufgenommen zu werden. Das wäre ein Handeln im Sinne der Behindertenrechtskonvention. Aber viel dramatischer ist Ihr Angriff auf den Fachkräftekatalog. Viele Träger haben mit Recht gesagt, dass es schwierig ist, Fachkräfte zu finden. Und ich habe auch vernommen, dass ganz besonders der Städtetag Ihnen da sehr schwer in den Ohren liegt. Und dazu greifen Sie auch der zu diesem Zweck eingerichteten Arbeitsgruppe vor. Und Sie tun so, als wären das kleine Änderungen. Aber nein, Sie öffnen damit Tür und Tor. Sie wollen zukünftig vollkommen fachfremde Personen als Erzieherinnen zulassen. Wenn es nach Ihnen geht, wäre das jetzt demnächst so. Ein junger Mann macht einen Bachelor in BWL, engagiert sich ehrenamtlich bei den Pfadfindern und fährt seit Jahren mit ins Zeltlager. Das reicht so demnächst, um in Hessen einem Erzieher oder einer Erzieherin gleichgestellt zu werden. Ist das wirklich Ihr Ernst? Und die 160 Stunden, ich glaube, die sitzt man auf einem kleinen Körperteil ab. Also das ist sicher nicht keine Vorstellung, sodass man sagen kann, auch wenn es nur um die Mitarbeit geht, hier können wir wirklich eine Gleichstellung haben. Es kann ja sein, dass er ganz toll mit Kindern umgehen kann. Aber er hat doch gar keine Ahnung von frühkindlicher Pädagogik. Also was ist denn? Damit hebeln Sie doch die fachlichen Standards aus, und Sie dequalifizieren die Erzieherausbildung. Und dafür haben wir die ganze Zeit gekämpft, für die Aufwertung der Berufe und nicht für die Abwertung und Herunterwertung der Berufe. Ja. Und jetzt kommen Sie mit dem Vorbehalt des Jugendamtes. Gut, zu der Qualifikation habe ich schon gesagt, 160 Stunden, das ist jetzt nicht viel. Das ist eher ein Witz. Wenn Sie eine berufsbegleitende Ausbildung wollen, dann bitte wie in Norwegen. Da gibt es ein zweijähriges berufsbegleitendes Studium, sogar für ausgebildete Pädagoginnen. Aber das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, da könnte ich gerne zustimmen. Das wäre eine Aufwertung des Berufes. Das wäre der richtige Weg.
Aber das Jugendamt, ja, was stellen Sie? Stellen die Kolleginnen und Kollegen doch für ungeheure Probleme. Die Kita hat keine Fachkräfte, und jetzt gibt es aber den Rechtsanspruch auf Betreuung. Das muss das Jugendamt gewährleisten. Ja, was soll denn das Jugendamt sagen? Was kann sie denn sagen? Wie können sie dann jemanden ablehnen und dann hinterher sagen, wir müssen die Gruppe schließen? Also, ich meine, Sie machen es sich da wirklich sehr, sehr einfach. Auch Ihre Begründung. Auch Ihre Begründung mit der Multiprofessionalität ist wirklich nur vorgeschoben. Also die Musikpädagogin, die höre ich jetzt schon dauernd Musik machen. Das können Sie doch schon die ganze Zeit. Also Sie können doch die ganze Zeit schon Menschen unterschiedlicher Profession zusätzlich in die Kitas mit aufnehmen. Die Multiprofessionalität ist doch jederzeit gegeben. Nein, Sie wollen, dass es unbedingt auf den Fachkräfteschlüssel angerechnet wird. Und Sie wollen unbedingt billige Arbeitskräfte in die Kitas reinbringen. Das ist doch Ihr Interesse und kein anderes. Die Träger haben Ihnen doch vorberechnet, dass die Mittel nicht ausreichen, um so viele Fachkräfte in den Kitas einzustellen, wie Sie unterschrieben haben nach Ihrem Bundesprogramm. So, und dann haben Sie gesagt, okay, dann gucken wir doch mal, welche Lösung finden wir. Dann nehmen wir doch einfach mal ein paar Kräfte, die ein bisschen billiger sind. Dann können wir ein paar mehr einstellen. Und so einfach haben Sie es gemacht. Und ich denke, das ist echt ein Skandal. Und Sie suchen den billigsten Weg, um die Träger ruhig zu stellen. Die Qualität kann leiden. Hauptsache, es kostet kein Geld des Landes. Das ist schwarz-grüne Bildungspolitik. Quereinsteigerinnen in den Schulen, keine A13 für Grundschulkräfte. Jetzt Quereinstieg auch in den Kitas. Das ist doch ein roter Faden, aber nicht unsere. Und im Sinne der Kinder sagen und Jugendlichen sagen wir ganz klar Nein, danke zu dieser Politik. Und dass es eine andere Wege gäbe, ist unbestritten. Unser Gesetzentwurf zeigt das. Der hat einen anderen Weg aufgewacht. Wir haben ja nicht unbedingt den Mangel an Auszubildenden in den Erziehern. Wir haben das Problem, dass 25% der ausgebildeten Erzieherinnen nach 5 Jahren wieder den Beruf verlassen, weil sie einfach nicht gut auf den Beruf vorbereitet sind und keine Unterstützung bekommen und weil die Arbeitsrealität nicht ihren Vorstellungen entspricht. Und an diesem Punkt müssen Sie angreifen. Das ist der wesentliche Frage. Da können Sie noch so tolle Werbekampagnen machen mit Hochglanzbroschüren. Das wird Ihnen nichts helfen, wenn Sie die Realität in den Kitas nicht verbessern und die Situation nicht verbessern. Und wir müssen doch auch Lösungen finden für die älteren, erfahrenen Erzieherinnen, die auch vielleicht schon nicht mehr unbedingt nur unmittelbar am Kind arbeiten müssen. Und das ist, unser Gesetzentwurf bietet Ihnen diese Möglichkeit, die weiter zu qualifizieren, Ihnen eine weitere Funktion zu geben und eine Aufstiegsmöglichkeit zu geben. Und ich denke, das wäre eine Chance, wie man tatsächlich auch dieses Personal langfristig hält und sie nützt und auch ihre Qualifikationen und ihre Möglichkeiten nutzt. Und ich denke, es gibt noch mehr Ansatzpunkte, weil wenn man die echte Nachqualifizierung von Quereinsteigern wäre auch so ein Punkt, den man noch machen könnte. Aber ich denke, Ihre Maxime, kein Geld in die Kitas, das ist Ihr Interesse. Aber so kann frühkindliche Bildung nicht gelingen. Danke schön.